Herzlich willkommen zum zweiten Video aus der Reihe GIMP, die Bildbearbeitung. Ihr habt nun GIMP erfolgreich installiert und zum ersten Mal gestartet. Und was sofort auffällt, ist, dass GIMP aus mehreren einzelnen Fenstern besteht. Nun, dies ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Ich persönlich bevorzuge es auch, wenn alle Fenster, die zu einem Programm gehören, auch in einem Fenster dargestellt werden. Und keine Sorge, GIMP kann das auch. Ich empfehle, gleich nach dem Start, nach dem ersten hier Fenster zu klicken und dann auf Einzelfenster-Modus zu gehen. Und ihr seht, dann wird plötzlich das Ganze wirklich in einem Fenster dargestellt und es ist alles ein wenig übersichtlicher. Gut. Schauen wir uns die Oberfläche in diesem zweiten Video kurz an. Ihr seht in der Mitte einen freien Bereich. Das Einzige, was hier drin ist, ist diese Figur. Das ist der Wilbur, das Maskottchen von GIMP. Dieser Bereich dient aber dazu, um später die Bilder, die wir bearbeiten wollen, darzustellen. Am linken und am rechten Rand befinden sich mehrere Dialoge. Ganz wichtig für uns sind hier oben links die Werkzeuge, die wir verwenden können. Wir werden uns die wichtigsten davon dann in späteren Videos noch ansehen. Und ihr seht schon, wenn ich verschiedene Werkzeuge auswähle, dann ändert sich hier unten dieser Bereich. Das sind die sogenannten Werkzeugeinstellungen. Denn ich kann zu jedem Werkzeug diverse Einstellungen vornehmen. Auf der rechten Seite befinden sich auch mehrere Dialoge, zum Beispiel der Ebenendialog oder das Journal sowie das Histogramm. Und auf der unteren Seite Farbverläufe, Muster, Pinsel und so weiter. Wie gesagt, wir schauen uns in naher Zukunft alle Tools genauer an. Sollte euch einmal etwas passieren, zum Beispiel, dass ihr hier die Werkzeugeinstellungen versehentlich herausschiebt, dann verzweifelt bitte nicht, auch wenn ihr die Werkzeugeinstellungen hier mit dem X schließt und sie plötzlich nicht mehr hier sind, ist das kein Problem. Ihr könnt über Fenster, andockbare Dialoge, all diese Dialoge wieder herholen. In unserem Fall brauchen wir jetzt wieder die Werkzeugeinstellungen. Dann klicke ich sie jetzt an. Und ihr habt gesehen, sie sind jetzt an der rechten Seite erschienen. Ich wollte sie eigentlich hier links. Das ist kein Problem. Ich fasse sie hier an und kann sie wieder rüberschieben. In diesem Video habt ihr gelernt, wie man aus der Mehrfensteransicht in GIMP eine Einfensteransicht machen kann, welche übersichtlicher ist. Und ihr habt die einzelnen Bereiche von GIMP kennengelernt.